Die SG Flensburg-Handewitt im Krisenmodus. Verloren im Pokalwettbewerb, ausgeschieden aus der European League, deutsche Meisterschaft verspielt und den Trainer entlassen. Jetzt hat der ehemalige Co-Trainer Marc Bult den Chefposten übernommen. Er will die Trendwende bei den Flensburgern schaffen. Einerseits ist das natürlich eine komische Situation, muss ich schon sagen. Aber ich werde hart arbeiten und alles dafür sorgen, dass wir viele Punkte sammeln. Sein erstes offizielles Spiel leitet der Niederländer heute gegen den dänischen Zweitligisten TM Tondern. In dem Testspiel im nordfriesischen Leck geht es nicht um viel. Trotzdem kann sich der neue Flensburger Coach hier das erste Mal unter Beweis stellen. Er kennt den Verein sehr gut, kennt die Spieler natürlich. Das ist auch gut, dass man jetzt erstmal eine schnelle Bindung hat. Und Marc hat unser vollstes Vertrauen, dass er jetzt diese Aufgabe lösen wird. Wegen des Trainerwechsels herrscht gerade eine sehr angespannte Stimmung in der Flensburger Mannschaft. Das gibt auch der sonst immer so lockere Torwart Kevin Möller zu. Ja, das kam ja auch als ein Schock für uns. Jetzt ist das ja einfach so, wir können ja nichts ändern. Und ich hab sehr viel Vertrauen in Marc. Und da bin ich ganz ruhig und froh, dass er das macht auch. Für viele Spieler von Tondern ist es ein ganz besonderes Erlebnis, gegen den dänischen Nationaltorwart im Flensburger Kasten zu spielen. Die SG Flensburg-Handewitt genießt trotz der aktuellen Krise einen hohen Stellenwert in Dänemark. Jeder träumt mal in Flensburg zu spielen, weil das so ein großer Club ist auch für Dänemark, weil man alle Spieler kennt, weil die skandinavische Spieler haben, dänische Spieler. Und das sind halt die Vorbilder von vielen Kindern. Und für uns ist das dann riesig, dann gegen die zu spielen. Auch die Veranstalter in Leck sind sehr zufrieden mit dem Testspiel. Die Zuschauer in der ausverkauften Halle sehen ein gutes Handballspiel von zwei Spitzenteams. Zwar treten die Flensburger nur mit einer Art B-Elf in Nordfriesland an, der guten Stimmung unter den Fans tut das aber keinen Abbruch. Die Halle ist voll gewesen, der Vorverkaufsstart lief super. Am ersten Tag waren schon fast alle Sitzplatzkarten verkauft. Rundum gelungen, wir sind sehr zufrieden. Am Ende verliert Trainer Marc Bult sein erstes Spiel als Flensburger Cheftrainer knapp gegen die Mannschaft aus Dänemark. Aus der Krise ist die SG Flensburg-Handewitt auch mit diesem Spiel nicht gekommen. Jetzt wollen sie sich voll und ganz auf den anstehenden Endspurt in der Bundesliga konzentrieren.